Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu diesem Video, mal so ein ganz spontanes Video hier aus dem Büro, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was mir schon so ein bisschen länger auf der Seele brennt und deswegen sprechen wir mal kurz darüber. Und zwar, warum haben wir Handwerker so extrem hohe Stundenverrechnungssätze? 40, 50, 60, 70 Euro pro Stunde und aufwärts. Seid ihr eigentlich bescheuert und geisteskrank? Ja, dazu kann ich sagen, also wir sind weder bescheuert noch geisteskrank, wir sind einfach nur absolut realistisch, das muss man dazu sagen. Und ich möchte das mal versuchen zu erklären, warum das so teuer ist, anhand eines Beispiels. Und zwar, man muss sich vorstellen, so ein Handwerker hat in der Regel eine Werkstatt. Diese Werkstatt kostet Geld, die kostet Miete, Strom, Versicherung etc. Diese Werkstatt ist dann auch noch in der Regel komplett ausgestattet mit Maschinen, Werkzeugen, Verbrauchsmaterial, Hilfsmitteln, eine komplette Lagerhaltung, auch da wieder mit Versicherung, dies und das und jenes. Firmenfahrzeuge. Ja, wir Handwerker fahren ja nicht so mit Transportern durch die Gegend, weil wir Lust darauf haben und weil das schön ist, das zu besitzen alles. Nein, wir brauchen das, um halt das zu transportieren. Und die ganzen Werkzeuge und Maschinen, die da drin sind in diesen Fahrzeugen, also die komplette Einrichtung, die hat ja auch Geld gekostet. Ja, und das brauchen wir halt alles, um halt eine professionelle Dienstleistung zu erbringen, dass wir vernünftig arbeiten können. Personalkosten. Ja, gute Mitarbeiter, gut ausgebildetes Personal möchte natürlich auch gutes Geld verdienen. So, der Stundenlohn des Mitarbeiters ist ja nur die eine Sache. Die andere Sache ist ja die ganzen Lohnnebenkosten. Krankenkasse, Rentenversicherung und viele andere Sachen. Ich möchte jetzt niemanden mit langweilen. Auch das kostet Geld. Dann der ganze Kleinscheiß, was drumherum ist. Hier so Drucker, Papier, Versicherung, die Leute, die am Telefon schön beraten, Rechnungen schreiben, Lieferscheine schreiben, Angebote schreiben, ja, Aufmaß machen vor Ort. Das sind alles Kosten, die müssen ja irgendwie wieder getragen werden. Und da müssen wir halt zusehen, dass wir kostendeckend arbeiten. Und wenn wir diese ganzen Kosten, was ich jetzt wirklich nur mal so ganz grob zusammengefasst habe, wenn wir diese Kosten mal so zusammentragen und das dann mal umlegen auf die Aufträge, die man im Jahr hat, dann ist man locker mit Stundensatz bei 50, 60, 70 Euro die Stunde und aufwärts. Und das ist halt wichtig, dass wir halt diesen Betrag als Handwerker auch bekommen, damit wir halt also den Kunden helfen können. Das ist total wichtig. Wenn wir das Geld nicht bekommen, können wir auch nicht professionell helfen. Dann entsteht nämlich eins, Fusch. Ja, und Fusch möchte keiner da draußen haben. Klar gibt es natürlich auch Handwerker da draußen, die fuschen trotzdem, obwohl sie halt solche Verrechnungssätze haben. Aber darum geht es ja jetzt erstmal nicht. Dann auch noch so aktuelle Themen. Es wird ja nicht billiger da draußen. Ja? Auch die ständige Bürokratieerhöhung. Das ist jetzt kein Jammern. Das ist jetzt kein Jammern, das ist einfach nur eine Feststellung. Bürokratie wird immer mehr. Wir müssen immer mehr Geld investieren und Zeit investieren in Dinge, die halt drumherum laufen, ja, die einfach uns von Gesetzeswegen halt auf den Weg mitgebracht, gelegt worden sind. Das ist so, das können wir nicht ändern. Dann ein großes Thema ist auch jetzt der Dieselskandal. Müssen wir da jetzt komplett umrüsten, wie auch immer, ne? Also mal eben so eine neue Flotte kaufen oder nicht, ne? Also man sieht, man kann dieses Thema endlos weiterführen und ich denke, man versteht auch so langsam, warum wir halt solche Stundenverrechnungssätze halt aufrufen müssen. Ja, also es ist nicht so, dass wir Handwerker am Ende des Tages hergehen bei solchen Stundensätzen und sagen dann, so, wo ist der Kaviar? Ne, also das ist wirklich nicht so. Also das ist wirklich nicht so. Klar können wir davon gut leben, das ist logisch, da machen wir auch kein Geheimnis drum. Ne, das hat so ein bisschen auch mit Wertschätzung zu tun, denn nur wenn wir gut bezahlt werden, können wir auch wirklich sagen, wir geben 100%. Und wenn man natürlich versucht, einen Handwerker im Preis zu drücken, ja, bis zum geht nicht mehr, dann funktioniert das nicht. Da leidet zu 99,99% die Qualität runter. Ja, da arbeitet man nur mit 20% Leistung. Wir Handwerker sind auch nur Menschen, ja. Und wir tun halt alles, um euch zu helfen. Wir verändern die Welt, wir verbessern die Welt. Ja, wir bringen vielen Leuten ein Lächeln ins Gesicht. Wir freuen uns natürlich, wirklich täglich da draußen alles zu geben. Und es gibt da draußen so viele leidenschaftliche Handwerker und Handwerkerinnen, die sehen das ganz genauso. Die geben 100% da draußen. Nun, daher ist es halt wichtig, dass wir auch das vernünftig und fair bezahlt bekommen. Das ist eigentlich alles. Gut, das hat mir mal so ein bisschen auf der Seele gebrannt, so ein kleines bisschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V, euer JP. Und jetzt mache ich mal was zum Abschluss. Ja, es muss ja auch immer so ein bisschen Spaß dabei sein. Das wollte ich schon immer machen. Ja, wir haben ja gerade über das Thema gesprochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Fuffi im Klo.